Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder Ihre Emma Stapel und ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von DSTV. Aus aktuellem Anlass, diesmal aus Heidenau. Mehrmals protestierten hier Bürger friedlich gegen die Einrichtung einer neuen Asylbewerberunterkunft, bis es an einem Abend zu Ausschreitungen kam, die nun sämtlichen Demonstranten angelastet werden. Hinter mir befindet sich besagte Asylbewerberunterkunft. Medienwirksam trat dort nicht nur die Bundeskanzlerin Merkel auf, sondern auch ihr Vize Sigmar Gabriel, der nichts Besseres zu tun hatte, als sämtliche Asylkritiker als Pack zu beschimpfen. Die gängigen Medienberichte über Heidenau sind lückenhaft und blenden wichtige Punkte aus. Wie es sich wirklich zugetragen hat, sehen Sie bei uns. Heidenau in Sachsen. Noch vor kurzem hätte wohl niemand geahnt, dass die Kleinstadt zwischen Dresden und Pirna einmal im Fokus der Medien stehen würde. Und zwar seit dieser ehemalige Praktikerbaumarkt an der Bundesstraße 172 kurzerhand zu einer Unterkunft für rund 600 Asylbewerber umfunktioniert wurde. Den Ärger darüber bekam auch Bundeskanzlerin Merkel zu spüren, als sie dem Asylheim einen Besuch abstattete. Kurz vorher hatte ihr Vize- und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel die aufgebrachten Menschen noch übel beschimpft. Wir haben einen Heidenauer Bürger befragt, der die Empörung über diese Ausfälle teilt. Der Gabriel hat ja uns, der hat es ja erst auf die Beine gebracht. Wir sind das Pack. Eigentlich als Politiker und stellvertretender Staatsmann dürfte er eigentlich gar nicht sowas sagen. Jeder Verbrecher wird mit Sie angesprochen und hier wird das Volk mit Pack. Ja, stimmt doch. Unser Gesprächspartner hat auch an der Demonstration am Freitag, dem 21. August, teilgenommen, aus der heraus es nach Medienberichten am Abend zu Krawallen gekommen sein soll. Die von NPD-Stadtrat Rico Rentsch angemeldete Demonstration startete gegen 18 Uhr am Platz der Freiheit, fernab von der Asylbewerberunterkunft. Wie war denn so das Publikum? Ja, wie so förmlich wie zum 1. Mai sind wir eben gegangen und dann auf der Kreuzung Heckelstraße eine Ansprache gehalten, was so die Probleme eigentlich sind. Und dann sind wir weitergezogen. Also das waren so ganz normale Bürger aus Heidenau, die wir teilgenommen hatten? Ja, mit Mann, Frau und Kinder und Familien. Ohne dass Rentsch oder ein anderer Vertreter der NPD dazu aufgerufen hätte, machte sich eine Gruppe von etwa 600 bis 800 Leuten nach der Demonstration spontan auf den Weg zum ehemaligen Praktikermarkt. Wer dabei gewesen ist, erkennt die Falschdarstellung der Medien. Ein großer Teil stimmt ja gar nicht, was geht. Das ist irgendwie manipuliert. Ich kam mir vor, als wenn der Schnitzler hier eine Rede gehalten hat. Alles also verdreht. Was später am Abend passierte, hatte nichts mehr mit der Demonstration zu tun, doch auch hier lohnt sich ein näherer Blick auf die Geschehnisse. Gegen 20.30 Uhr führte eine Gruppe von 20 bis 30 Personen vor dem Praktikermarkt eine friedliche Sitzblockade durch, wie man sie beispielsweise auch von den Protesten gegen Castortransporte kennt. Eine Augenzeugin sagte dazu gegenüber DSTV. Ja, um die Blockade hier vorne an der Brücke, die da stattgefunden hat, sind wir, nachdem wir hier hinten von der Blockade weggegangen sind, circa nach einer Stunde, anderthalb Stunden, mal zu schauen, wie viele hier vorne sitzen, sind da stehen geblieben, wollten uns das mehr oder weniger auch mal anschauen, wie viele Busse kommen, ne? Haben gesagt, wir gucken uns das an, wir bleiben da. Na, bin dann rübergegangen. In dem Moment gab es da vorne mächtige Reibereien. Die sind, ich habe nur gesehen, wie die Polizei auf diese Sitzblockade drauf zugestürmt ist. Da ging hinter uns eine Rangelei los. Die ersten rannten los, wir rannten hinterher. Da kamen noch Flaschen hinter uns geflogen, die ein Polizist, ich habe mich dann kurz rumgedreht, nach uns geschmissen hatte. Mein Mann hat sie in die Beine bekommen. Wir sind dann einfach nur noch losgerannt, weil wir gar nicht wussten, warum und weswegen. Die stürmten dann weiter auf uns drauf, zufällig, grundlos. Es haben normale Leute da gestanden, die wir da randaliert haben. Einige hatten dann nur gerufen, was wir dann in dem Nebel mitbekommen haben. Wir haben uns dann immer mehr zurückgezogen. Was ist denn hier los? Warum macht ihr das? Was haben wir euch jetzt getan? Ja, wir sind dann. Wo kam der Nebel her? Der Nebel kam, die haben in uns eigentlich, die wir dann weggerannt sind, denke ich mal, solche Rauchbrandbomben oder sowas auf uns geschossen. Wir haben es dann immer nur gesehen, da kam irgendwas geflogen auf den Fußboden, qualmte unwahrscheinlich, obwohl wir nicht mal mehr in der Nähe der Polizei waren oder irgendwas gegen die gemacht haben. Dass die Polizei bei der Auflösung äußerst brutal vorging, zeigen diese Szenen. Ein Teilnehmer wurde sogar bewusstlos geschlagen. Es gab noch nicht einmal eine Vorwarnung. Danach kippte die Stimmung.
Doch erst gegen 23 Uhr und damit gut 3,5 Stunden nach Ende der Demonstration in der Innenstadt eskalierte die Situation. Auch NPD-Ratsherr Rico Rentsch tritt daher der einseitigen Medienberichterstattung entgegen. Nach meiner Einschätzung hat das unverhältnismäßig brutale Vorgehen der Polizei gegen die Sitzblockade entscheidend zur Eskalation beigetragen. Man fragt sich natürlich, ob dies politisch sogar gewollt war, um die vormals friedlichen Proteste nachhaltig zu diskreditieren und einen Vorwand zu schaffen, um gegen Asylkritiker vorgehen zu können. Dass für die Verfehlung Einzelner nun sämtliche Asylkritiker in Mithaftung genommen und als Pack bezeichnet werden, stößt dabei verständlicherweise auf Unmut bei den Heidenauern. Ja, das finde ich mal eine riesengroße Frechheit, weil ich bin kein Pack, muss ich mal sagen, nur weil ich jetzt irgendwo Angst habe, meine Familie zu schützen, sag ich mal. Heidenau sollte den etablierten Politikern daher eine Lehre sein. So wie es jetzt läuft, geht es nicht weiter. Das Volk, begehrt auf gegen die katastrophale Asylpolitik. Durch die Vorgänge in Heidenau ist auch die NPD wieder verstärkt unter Beschuss geraten. Sehen Sie dazu nun eine politische Bewertung des NPD-Parteivorsitzenden Frank Franz. Es war abzusehen, dass die politische Klasse die Vorkommnisse hier in Heidenau dazu nutzen würde, das NPD-Verbotsverfahren erneut zu befeuern. Die neue Konstruktion lautet, dass sich die NPD nicht nur das zurechnen lassen muss, was ihre Mitglieder tun, sondern jetzt auch sich das zurechnen lassen müsse, was ihre Anhänger tun. Dabei gilt es zunächst einmal zu klären, was überhaupt Anhänger sind. Denn die interessante Frage wäre, ob sich Linke und Grüne beispielsweise auch ihre Anhänger, also die gewaltorientierte Antifa, zurechnen lassen muss. Die NPD hingegen hat seit jeher erklärt, dass sie Gewalt als Mittel in der politischen Auseinandersetzung strikt ablehnt und das Gewaltmonopol des Staates anerkennt. Es geht hier aber gar nicht so sehr um Gewalt, sondern es geht darum, die politische Opposition mundtot zu machen. Denn die NPD ist die einzige Partei, die in Deutschland noch Kritik am Asylunwesen und in der allgemeinen Politik übt. Wir sind die einzige Partei, die in Deutschland noch den Mund aufmacht und sagt, dass Deutschland nicht das Sozialamt für die ganze Welt spielen kann. Alleine in diesem Jahr werden rund 1 Million sogenannte Flüchtlinge in Deutschland erwartet. Und wir als nationaldemokratische Partei sagen, so kann es nicht weitergehen. Es muss sich endlich etwas ändern. Deutschland kann nicht das Sozialamt für die ganze Welt spielen. Damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Wenn Sie möchten, dass wir die verzerrende Medienberichterstattung auch weiterhin korrigieren, dann unterstützen Sie uns mit einem Abo der Deutschen Stimme oder eine Spende auf das gleich eingeblendete Konto. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihre Emma Stapel.